Ja, wir spielen die Henry Stickmann Collection. Ja, an einem Stück, denke ich mal, oder vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie lange. Vielleicht unterteilt es auch in mehrere Let's Test Parts. Jedenfalls spiele ich heute mal die Henry Stickmann Collection durch. Die Spiele davon, die einzelnen Spiele, Breaking the Bank, Entering the Airship, irgendwie hieß das noch, irgendwie, wo man den Diamanten und Diamanten stiehlt und ja, aus dem Gefängnis auskommen und so weiter, die einzelnen Spiele. Gab es kostenlos als Browser Games eine lange Zeit auf Spieleseiten. Die habe ich schon auf YouTube früher mal, also gibt's ältere Videos von mir davon, die nicht unbedingt zu empfehlen sind, teilweise. Ja, und jetzt spielen wir es einfach nochmal in der Steam-Version als käufliches Spiel mit einem Bonus-Panel hinten dran und einem Bonus-Kapitel. Und das letzte Level gibt's exklusiv in diesem Spiel. Die anderen kann man, glaube ich, immer noch irgendwie auf irgendwelchen Seiten finden. War ursprünglich mal ein komplett kostenloses Genre. Aber auch jetzt, die paar Euro, die das kostet, ist das Spiel durchaus wert, mal die Entwickler zu unterstützen. Und alle gesammelt in einem Game. Ist natürlich auch ein Vorteil. So, Prolog. Ja, den Profi spielen, wir fangen mit dem Prolog an. Breaking the Bank. Wir müssen mit Henry Stickman in die Bank einbrechen. Hier. Okay, für alle, die das noch nicht kennen, hier, wir spielen den kleinen Stickman hier, den Henry Stickman. Und haben hier immer verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, die wir wählen können. Jetzt müssen wir zum Beispiel irgendwie in die Bank reinkommen durch diese Wand. Das ist jetzt die Frage, entweder buddeln wir uns mit der Schaufel durch, wir nutzen TNT und blasen diese Wand in die Luft. Wir nutzen den Teleporter und teleportieren uns rein in die Bank. Wir nutzen den Laser oder wir holen uns einen Abrissbirne und zerstören somit die Wand oder wir verkleiden uns als Geldsack und kommen so in die Bank hinein. Gut, dann versuche ich erstmal schaufeln. Der klassische Weg. Wir schaufeln uns hinein in die Bank. Oha. Auf eine Gasmine gestoßen. Fail. Wir versuchen es nochmal. Diesmal machen wir mal Explosivzeugs. TNT und Bomben. Fail. So, na dann. Teleporter vielleicht. Da haben wir uns in die Wand teleportiert. Fame. It's emergent technology. I'm sure it will get better. Können wir kurz. Ich will es nicht abbrechen, aber. Ich habe irgendwo. Ach, das sind die Achievements. Mal gucken, ob wir da welche Sprache einstellen können. Okay, dann versuchen wir mal den Laser. Hat ja fast geklappt. Fail. Sesam, öffne dich. Dann holen wir jetzt den Kran und die Abrissbirne. Setze mich nachts auf meine Abrissbirne drauf. Okay. Und schon freigeschalten. Pentfehl.
Okay, ja, die Abrissbirne wurde von der Polizei konfisziert. Okay, dann verstecken wir uns in dem Geldsack. Versuchen reinzukommen. Diesem Weg. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Ja, da sind wir reingekommen, aber wir wurden verurteilt. Die Story beginnt.